Hallöchen hier bei Sons of the Forest mit Nekrum und der Hildegard. Und der aus dem 3D-Drucker gedruckten Trinkflasche. Hallo Trinkflasche! Die ist übrigens BPA-frei. Man sieht ihr aber auch an, dass sie gedruckt wurde. Warte mal, guck mal. Wenn ich mal meine in die Hand nehme, dann siehst du. Guck mal. Siehst du das? Man sieht diese Rillen, die so typisch sind für so 3D-Drucker, ne? Stimmt. Ja, herzlich willkommen im Winter Wonderland. Unsere Befürchtung hat sich leider bewahrheitet. Der See ist zugefroren. Schade. Ja, schade. Wir sind dabei, Palisaden noch zu errichten. Und ich weiß nicht, was die Hilde eigentlich macht. Die guckt in der Gegend rum. Ich habe mir überlegt, welchen Baum ich zuerst fällen möchte. Ich glaube, der Baum heißt Elch. Was? So wie ich dich kenne. Ja, du bist das so ein Elch-Fanatiker. Nein, das ist kein Elch in Sicht. Oh, schnell weg. Achtung, Baum fällt. Ja, die Hilde fällt wieder Bäume. Schnell weg. Oh. Wir häufen hier gerade ein paar Baumstämme an, wie man sieht. Und wir wollen die Palisade auf jeden Fall fertig kriegen. Das wäre ein Träumchen. Und wir wollen vielleicht auf die Etage, wo wir gerade drauf gebaut haben, also über der Terrasse, ist ja quasi unser Wohnquartier. Und darauf wollen wir vielleicht noch so einen Aussichtsturm machen. Und wir hören laufend Geräusche, ne? Hilde, erzähl mal was über die Geräusche. Die Grusel... Oh. Es ist wirklich gruselig hier. Der Elch ist gerade in der Felswand verschwunden. Ah, da ist er wieder. Nekro, halt ihn auf, halt ihn auf. Hau ihn, mit der Axt. Ich habe einen Baumstamm in der Hand. Ich kann. Hast du ihn mit dem Baumstamm getötet? Nee, er ist gegen mich. Er ist... Ehrlicherweise, lass ihn mal kurz. Warte mal. Ach so. Er ist gegen mich gelaufen und ist einfach tot umgefallen. Okay. Ich war es wirklich. Er sitzt aber auch voll gechillt, ne? Oh, sammeln mal das Fleisch ein schnell, bitte. Hab ich. Hey, hier der Elch ist ja... Wo? Wo denn? Popo. An seinem Popo. Nee, da ist kein Fleisch mehr für mich. Warte. Dann, halt doch mal still. Mein Gott. Meinst du mich oder den Elch? Ja, natürlich meine ich dich. Ich war mir nicht sicher. Red doch nicht mit dem toten Elch hier. Der ist nicht tot. Der chillt. Ach, guck mal, wie der chillt. Und wie der chillt, der ist total entspannt. Voll der Chiller, ja. Die Gruselgeräusche, die hört man... Ich finde, hier hört man sie auch gut. Und in unserer Hütte hört man sie leider auch gut. Und was ihr nicht mitbekommen habt, schaut mal, Kelvin ist da. Und der Witz ist, ich hatte den mal Outtake versucht zu holen und habe gesagt, folge mir. Und dann kam er nicht. Und eines Tages waren wir hier am Bauen und auf einmal kam er angerannt. Also ein bisschen sonderbar ist es schon. Ich sage, mit Kelvin stimmt was nicht. Aber mir glaubt ja keiner. Doch, ich glaub dir mittlerweile. Nee, ich glaub nicht, dass du mir glaubst, weil du bist auf Kelvins Seite und Kelvin wird uns den Tod bringen. Hoffentlich nicht. Doch, ich glaube, er wird uns essen. Nein. Ja, doch, ich glaube schon. Der Kelvin ist so ein verkappter Kannibale. Bitte? Was? Habe ich nicht laut gesagt. So, ich mache mal ein bisschen Palisade weiter, oder? Ja, willst du unseren Zuschauern nicht auch noch das Interieur zeigen, das wir weitergebaut haben? Nö. Nö. Wieso okay. Wir? Du hast doch nur Interieur gebaut. Okay, ich Na, komme. Die Regale hast du gebaut. Stimmt. Also, ich habe nur das Knocheninterieur gebaut. Das ist die Hütte. Die Hilde war auch so fleißig und hat schon mal in weiser Voraussicht hier Spikes gesetzt, ohne Steine, wie ich gerade sehe. Ein Schild. Stimmt, das könnte ich noch nachholen. Was ist denn da los? Damit wir für den Fall der Fälle, dass die Kannibalen tatsächlich jetzt auf den zugefrorenen See rumspazieren, habe ich hier auch schon mal ein bisschen Palisade gesetzt und die Spikes. Ja, wie gesagt, wir waren doch recht fleißig, weil wir ein bisschen Panik haben, dass uns hier irgendwas überrennt. Wir haben Regale gebaut, wie man sieht. Wir haben ein bisschen Zeug rausgeschmissen. In erster Linie aber eigentlich wegen den Ledersäcken, die Ureinwohner... Hey, jetzt kann ich sie öffnen. Seltsam. Also in der letzten Folge, nur mal kurz vielleicht zur Kenntnis. Also ich habe Lederbeutel gehabt ohne Ende. Und ich konnte sie nicht mehr öffnen, weil da stand immer voll.
Und dann habe ich mal Zeug ins Regal gelegt, in der Hoffnung. Nicht mehr voll, aber das hat leider nichts gebracht. Und deswegen freue ich mich gerade drüber, dass wir Ledersäckchen öffnen können, weil wir haben einige, ne? Wir haben einige. Und komm, wir machen noch einen auf. Ist wie ein Ü-Ei, ne? Nein, wie, kennst du die Wundertüten, die es früher gab? Oh, als ja, ich klein war, konnte man so Wundertüten kaufen. Da bin ich voll drauf abgefahren. Und ich glaube, es gab sogar unterschiedliche für Mädchen und Jungs, wenn ich das noch recht weiß. Ich glaube, das wäre heute später. Nicht mehr gendergerecht, aber ja, erst so, später. Ja, erst gab es nur Wundertüten, die kenne ich nämlich noch. Wundertüten in der Form, ja, die hieß einfach nur Wundertüte. Und früher hat man das dann, oder später hat man es dann unterteilt, wie beim Ü-Ei auch, dass es jetzt Ü-Ei gibt für Jungen und für Mädchen. Hä, es gibt Ü-Eis für Jungen und für Mädchen mittlerweile? Ja. Ja. Erzähl gibt's. Mir doch nichts. Doch, gibt's. Frag die Zuschauer, gibt's. Okay. Die haben auch so eine rosa Folie drum. Und bei den Jungen ist es, glaube ich, eine blaue oder eine hellblaue. Und wir haben zwei, oder die Hilde besser gesagt, die hat zwei von diesen tollen Stühlen gemacht und eine geile Lampe. Und wir haben hier noch ein Regal. Also wir haben uns schon ein bisschen ausgestattet. Was echt geil ist. Warte mal, wie kann ich denn hier noch Zeug ablegen? Du bist nass. Aber das macht mir nichts. Sagst du. So, warte mal. Ich will einfach mal ein bisschen Zeug noch ins Regal schmeißen. Einfach nur, weil ich es kann. Und in der Hoffnung, dass ich mehr... Ah, guck mal, hier habe ich sogar von den Lederbeuteln schon welche platziert, weil ich die nicht mehr tragen konnte. Krass, da machen wir noch welche auf, ja? Der Wahnsinn. In jedem siebten Beutel ist eine Ureinwohnerfigur. Okay, das war gemein. Naja, Bärchen gibt's. Oh, jetzt sind wir schon wieder voll. Jetzt kann ich schon wieder keine mehr aufmachen. Aber ist okay. Gut. Ei, denn Ei. Dann schwätzen wir mal nicht lang. Was machst du da mit meinen halben? Ich will hier die Palisade weiterbauen. Und dafür klaust du meine halben Baumstämme. Ich habe die gerade angefertigt. Ich habe die nicht geklaut. Ist so. Ja, kannst du es beweisen? Hast du ein Foto gemacht, vorher, nachher? Habe ich nicht nötig. Okay. Ja, ihr seht, wir sind heute gut drauf. Wir haben Bock zu bauen. Ich habe ja gefühlt von Folge 1 an schon rumgequengelt. Lass uns doch mal was bauen. Und jetzt ist es soweit und ich kann... Diese Geräusche machen mich irre. Und ich kann gar nicht mehr aufhören zu bauen, wenn ich ehrlich bin. Es ist einfach nur gut. Das Bausystem ist super. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr, sehr gut. Deutlich besser als im ersten Teil. Gell, Hilde? Bauen war im ersten Teil super. Oh ja. Da hast du richtig... Also wenn du in Forest 1 was gebaut bekommen hast, warst du der King. Wirklich, das war... Boah, bitter. Ja, es war... Nein. Shit. Es hat die Frustrationstoleranz immens trainiert. Ja, das stimmt. Wird es bei dir eigentlich auch immer lauter und leiser? Das schwingt so, das Geräusch, meinst du, ne? Ja. Ja, ja, bei mir aber auch. Und noch eine Frage, soll ich hier einen Durchgang lassen in der Palisade oder soll ich sie zumachen? Ich weiß nicht, können wir drüber springen? Ja, können wir, würde ich zumachen. Eiskalt. Oh ja. Ja, aber von drinnen nach draußen können wir nicht springen. Ah, doch. Drinnen? Doch, können wir. Doch. Habe ich nämlich gerade getestet. Ja, sorry. Alles gut, alles gut. Geil. Ah, geil, Palisade. Ich habe auch gehört, in den nächsten Patch-Notes für das Game soll es eventuell auch wieder diesen geilen Transportschlitten geben, ne, Hilde? Und den Topf. Ich hoffe auch, den Topf gibt's wieder. Ah, ich liebe den Topf. Schön. Ja, ich liebe den Topf. Ja, dann kann man mal wieder was Gutes kochen, gell? Ja, und dann kann man auch wieder Pfeile vergiften, ne? Das ist ja auch eine wichtige Kiste. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und Federn. Ich will wieder an meine Keule, will ich wieder Federn dran basteln. Was soll denn das? Und Zähne. Und Zähne. Ja, wieso gibt es denn eigentlich keine Zähne, stimmt? Weil die Ureinwohner hier auf dieser Insel keine Zähne haben. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Wir müssen nur kräftiger mit der Keule zuschlagen, dann fliegen auch Zähne. Ja, auch das war wieder fies. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, was das soll.
Ich kann irgendwie nicht anders. Du bist du. Ja. Sorry, ja. Oh, was? Stell doch mal da die... Was? Stell doch mal das Ding da hin. Nee. Du, was, Nico? Ja. Ich müsste mal gehen und mein Fläschchen auffüllen. Willst du mitkommen oder soll ich alleine gehen? Was heißt denn dein Fläschchen? Hast du schon getrunken? Ja, ich hatte Durst. Ich muss mal eben kurz gucken, wie voll meine Flasche noch ist. Ich habe noch eine Ration. Ach komm, die trinke ich schnell noch. Ich müsste aber auch... Oh, ich habe Fleisch, das muss ich aufhängen. Oh nein. Aua, ich bin in den... Danke, dein Spike ist sehr gut. Funktioniert. Habe ich gerade selbst getestet. Was soll ich dazu sagen? Ja, irgendeiner muss sich ja opfern, um das mal zu testen, ob das auch funktioniert. So, das, warte mal. Toll, dass du das gemacht hast. Ja, manchmal. Ich habe Hunger. Wie sieht's denn bei dir aus? Nee, ich bin ziemlich satt. Ich habe auch noch getrocknetes Fleisch einstecken, falls du welches brauchen solltest. Nö, ich würde hier einfach mal eins reinwerfen und kurz durchbrädeln und dann komme ich mit dir mit, weil ich würde auch gerne meine Flasche auffüllen. Gut. Ich bin aber auch schon wieder leicht müde und du wirst es nicht glauben, ich habe noch 2 Energy Drinks, aber ich habe einen Haufen, glaube ich, abgelegt, ne? Ja, ich habe einen Haufen abgelegt. Guck mal, da drücke ich mir noch eins rein. Ja, was planen wir denn so als nächstes? Also, ich habe mal der Hilde vorgeschlagen, dass wir uns zu bestimmten Spawnpunkten, wo es Muni gibt oder wo es auch Medis gibt, Munition gibt, dass wir uns da mal so Wege hinbahnen in Form von Seilrutsche oder in Form von kahlgeschlagenen Wegen, dass wir einfach mal ein bisschen schnellen Zugriff haben. Fände ich per se eigentlich auch nicht so schlecht, weil ich würde gerne die Kannibalen mit der Kanone wegballern. Das hast du so schön gesagt. Ja, mir geht der Bogen ein bisschen auf den Keks. Oder ein cooler Bogen. Wäre auch geil. Aber ich weiß leider noch nicht, wo es den geben tut, ne? Heidenei. Oh, ich hole immer das Fleisch zu viel raus. Mann. Schon das zweite Mal. Man sieht doch, wenn es dunkel wird. Ja. Mensch, Nico. Ja, ich bin gierig. Ich bin übrigens dabei, eine Falle zu bauen und ich habe die Falle ein bisschen markiert. Ich zeig's dir gleich, damit wir vielleicht nicht ganz so oft selber reinlaufen. Wobei, ich finde keine Steine, verdammt. Na, gleich am Strand, wenn wir Wasser holen, nehme ich welche mit. Wo bin ich? 2 Meter in den Wald rein und schon verlaufen. Übel. Ey, meinst du, das Fleisch wird mal gar? Ah, jetzt. Ich habe übrigens den Schädel eingesammelt, den du im Feuer zwischengelagert hast. Ja, ich konnte ihn leider nicht mehr tragen. Alles gut. Ich habe ihn aus den glühenden Kohlen geholt, sozusagen. Eieiei. So. Ich habe jetzt mal Mutanderhaut angezogen, bis es nicht mehr geht. Ich guck mal, dass ich die Tür hier noch zukriege. So. Oh, ich zieh mal auch ein bisschen Mutantenhaut an. Weil ich es kann. Bisschen Knochenrüstung. So. Und wie sehe ich aus? Krass, du bist ganz schön verpackt. Ja, ich habe auch voll. Ich habe alle Teile angezogen, die ich hatte, und ich habe immer noch Mutantenhaut übrig. Warte mal, ich habe noch 2 Stück übrig. Und hier aber noch Knochenrüstung und Blätterrüstung, aber. Guck mal! Oh. da sehe ich auch so aus wie du mit dem Gesicht? Ja. Du hast auch 3 Finger im Gesicht. Also so an der Stirn sieht aus, als würdest du dich selber tätscheln. Ich muss sagen, das sieht schon nett aus, gell? Ja. Wollen wir los zum. Ja, ganz kurz, guck mal, hier ist die Falle. Oder hier wird die Falle entstehen. Hier in dem Viereck. Ne? Okay. Also da nicht reinlaufen, wenn sie fertig ist. Ja, lass mich nochmal ganz kurz Einblick in meinen. Wie viele Pfeile habe ich denn gerade? 15 Stück. Oh ja, das langt. Komm, los geht's. To the beach. Ich nehme auch mal den Elektroschocker an die Hand. Zack.
Der funktioniert übrigens auch mit Batterien, ne? Ach, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wenn du runterguckst, dann siehst du so eine Batterieanzeige. Der ist nicht unendlich, leider. Der ist endlich. Habe ich noch Batterien? Oh, warte mal. Ja, vier Päckler habe ich noch. Oh, ein Mutant! Was, echt? Ja, du, Mann. Ah, du siehst auf jeden Fall mal aus wie ein Mutant. Aber ich habe gerade einen gehört. Oder einen Kannibalen. Guck mal, der läuft da vorne. Naja. Genau. Ach, ist aber ein schöner Wintertag. Romantisch. Wir könnten einen Schneeballschlag machen, wenn du Bock hast. Nein. Ich hab Durst. Durst. Ich muss sagen, es verstört mich immer noch. Ich komme nicht drüber weg, dass Kelvin auf einmal kam. Ich finde das so seltsam. Ja gut, vielleicht hat er irgendwie, keine Ahnung, eine Recall-Funktion. Oh, die Fallen hier sind immer noch leer. Mann, Mann, Mann. Nix geht da rein. Ja, ich habe eigentlich gedacht, Virginia kommt mal wieder vorbei. Ich sehe die auch auf der Karte überhaupt nicht. Die ist überhaupt nicht in Reichweite, obwohl wir sie ja mit einem Sender bestückt haben. Keine Ahnung, wo die sich rumtreibt. Tja, was soll ich sagen? Ey, das sieht so übel aus mit der Mutantenhaut. Sollen wir nochmal Möwen mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind? Du kannst Möwen mitnehmen. Ich würde Fischis aufspießen. Na gut. Ah, Eisbaden. Schön. Ich bin auch so gespannt, was sie noch alles reinpatchen. Ich auch. Oh, ich hoffe, das wird so gut. Ich hoffe, der Karren kommt zurück. Ich hoffe, der Topf kommt zurück. Ich hoffe, das Vergiften der Pfeile und das mit den Zähnen kommt zurück. Oh, ich hoffe so viel. Brandpfeile hätte ich auch gerne wieder. Oh ja, die waren auch geil. Was auf jeden Fall kommt, ist eine neue Eingeborenen-Fraktion. So viel habe ich schon mal eruieren können. Aha. Weil die Entwickler haben doch Fragen beantwortet von der Community. Und da haben sie das eine oder andere durchsickern lassen. Unter anderem, dass sie auch die KI von Kelvin und auch von Virginia noch ein bisschen pimpen wollen, dahingehend, dass die durchaus komplexere Aufgaben erledigen können, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ziehe einen Wall um das Lager. Das wäre natürlich mega gut. Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Ich bin so gespannt. Deswegen, ich bin echt mega neugierig. Das würde mich so freuen. Ja, das erste Update kommt ja schon in ein, zwei Tagen, ne? Ja. Und ich bin echt gespannt, was es sein wird. Und es kommen auch noch Mutanten dazu, scheinbar. Also welche, die sie mit Release nicht mehr reingekriegt haben rechtzeitig. Da kommen also tatsächlich noch Mutanten, verschiedene Mutanten dazu. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich finde die Vielfalt der Mutanten schon gar nicht so schlecht. Also die, die ich bisher gesehen habe, fand ich schon ganz geil. Ja, ja. Der 12-Finger-Darm allen voran. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Ach, keine Ahnung. Das war so ein spontaner Hirnfehler. Bitte drücken Sie jetzt Reset. Ach, Hilde, es macht einfach nur Spaß mit ihr, muss ich sagen. Ja, danke gleichfalls. Ich bin auch mal sehr gespannt, wenn wir die Seilrutsche mal testen, wie die funktioniert. Oh ja, das sollten wir mal bald tun, damit wir das für uns nutzen können. Ja.
Ich habe auf YouTube schon Videos gesehen, wo Leute wirklich so Seilrutschen bauen von wirklich von A bis Z, vom Berg ganz runter bis ins Tal, wo du gefühlt, keine Ahnung, in 2 Minuten vom Berg ganz unten bist. Also echt krass. Richtig gut. Witzige sowas liebe ich ja. Ja, sowas liebe ich ja immer, ne? Finde ich total geil, wenn Leute da Bock drauf haben. Das ist halt auch mal was anderes. Die spielen das Spiel halt einfach anders. Ja gut, das ist ja das Schöne an dem Spiel. Also kannst du es ja actionmäßig machen und dauernd den Konflikt suchen. Oder vor dich hinbauen. Ja. Ganz gechillt. Ja. Also ich muss sagen, Möwenfarming läuft. Geht ja, echt gut. Ich bin mit den Fischen gerade nicht ganz so zufrieden. Die ersten zwei gegen ZZ. Und den dritten, den verfolge ich jetzt hier schon länger. Ich versuche die immer an Land zu schwimmen sozusagen. Oder eben dorthin, wo ich stehen kann. Mhm. Treibt die so vor mir her. Und, ersticke beinahe. Was, du erstickst? War das knapp. Ja, wenn du zu lang tauchst, ohne Luft zu holen, dann erstickst du. Oh. Also ich habe ja keinen Taucheranzug an, hier zu fischen. Okay, also... Ich habe zum Glück die visuellen Signale rechtzeitig wahrgenommen. Also Möwenfleisch geht klar. Ich habe mehr, als ich tragen kann. Okay. Ja, ein Fisch würde mir noch Spaß machen. Aber die sind gerade alle zu tief drin. Und bis ich die an Land getrieben habe. Nee, ja gut, ich bin voll. Ja, dann lass uns zurückgehen und dann... Ich habe noch ein paar Steine gesammelt für die Palisaden. Verstärken. Also ich habe auf jeden Fall 2 gebratene. Wenn ich dir eins abdrücken soll, kann, darf, dann sagst du Bescheid, dann schmeiße ich dir eins in deinen Rucksack. Ich habe getrocknetes Fleisch dabei, also alles easy. Ich würde auf jeden Fall nochmal trinken auf dem Rückweg. Wo hast denn du Steine gefunden? Ich habe gar keine Steine im Sack. Im Wasser. Ah. Total easy. Ah ja, dann nehme ich mir noch ein paar mit. Im Schnee oben findest du nämlich keine mehr, ne? Ja, das ist fies. Man kann auch nicht mal auf gut Glück einfach drücken, sondern sie sind halt einfach nicht mehr da. Die spawnt für den Winter. Aber echt? Also ich bin ein Zauberkünstler, zum Trinken stecke ich die brennende Fackel weg, trinke mit beiden Händen und habe die brennende Fackel dann wieder in der Hand. Das ist der Wahnsinn. Houdini! Houdini! Ach doch, gechillter Winter irgendwie, ne? Ja, im Moment. Außer, dass man nass und kalt ist, geht's. Ja, wobei mit einer Fackel in der Hand lässt sich's ganz gut angehen, muss ich sagen. Da hinten liegen Wale am Strand. War das schon immer bei dem... Also ich weiß, wir haben schon welche gefunden, aber war das an dem Strand hier? Nee. Ich glaub da mal hin. Was, Wale? Ja, oder irgendwas Fischmäßiges halt. Nee. Soll ich das Feuerzeug wegstecken, aber steckt da weg die Fackel? Danke. Ja, in der Tat, hier liegen angespülte, ich glaube, Killerwale sollen es sein. Haben die irgendwas? Nee. Ja. Fliegen haben sie. Dann spare ich mir den Weg deswegen. Steine liegen hier im Wasser. Ja, habe ich schon. Ganzen Sack voll. Ja, dann mache ich mich mal langsam auf den Rückweg, damit ich das Fleisch auf dem Ständer aufhängen kann. Hast du jetzt eigentlich Fische geholt?
Ja, zwei habe ich gekriegt, für den dritten hat es nicht mehr gereicht. Macht nichts. Ich habe echt jede Menge Möwen gekriegt. Also wirklich echt viele. Sehr gut. Ey, krass, das Feuer, das brennt hier ja immer noch. Hä? Ich glaube, Kelvin hatte das am Laufen gehalten. Hier saß auch, Kelvin saß da hinten auf der Bank. Und als ich gesagt habe, folge mir, hat er mich ignoriert und irgendwann kam er. Du siehst, ich komme nicht drüber weg. Womit hält denn der das am Laufen? Ja, der sammelt ja auch Stöcke und so. Ich finde es ja auch witzig, wenn du zu ihm sagst, sammel Stöcke. Dann geht er an Ort und Stelle in die Knie und auf einmal hat er Stöcke in der Hand. Obwohl da gar keine lagen. Das ist Zauberer. Zauberer Kelvin. Die spawnen vielleicht direkt vor seinen Füßen. Ja. Passiert mir auch immer wieder, wenn ich im Wald stehe. Ist mir aber wirklich schon passiert. Also ich will es nicht angeben, aber tatsächlich war ich am Suchen von Stöcken und vor mir ist ein Stock gespawnt. War echt geil. Houdini! Ja, war echt überraschend. Angenehm überraschend. Ich habe übrigens das gerade unbedingt ausprobieren müssen. Man kann hier leider nicht à la Icarus den Wald in Brand setzen. Das finde ich aber auch sehr gut, weil ich kann mich erinnern, man hat dich Feuerteufel getauft, ne? Völlig zu Unrecht. Ja, nein. Die Bäume sagen was anderes. Hier sind überall Eingeborene. Ja, ich habe auch gerade nochmal Mutanten gesehen. Ja, ich habe die Standardbemalten gesehen, aber reicht mir schon. Ich glaube, es gibt... Oh, ein Elch! Elch und weg. Ah, jetzt aber. Wo willst du hin? Du hast keine Chance zu entkommen. Ey, wir haben eine Palisade gebaut und du kannst nicht springen. Ich weiß es genau. Nein, bleibst du still. Verdammter Elch. Jetzt wollte ich schon über den Elch motzen. Aue. Habe ich dich getroffen? Nee. Ja. Ich wollte ihn schlagen, aber irgendwie war es mit der Fackel nicht. Ich habe durch ihn durchgehauen. Okay. Das ist mein verlorener Elch aus der letzten Folge. Weißt Meinst du? Ja. Finger weg von meinem Elch. Na gut, du machst doch gerade allein. Ja. Mit dem habe ich nämlich noch eine Rechnung offen. Ich baue die Falle hier weiter fertig. Ich hoffe, du hast dir gemerkt, wo sie ist. Ja. Ich hab ihn. Ja. Du kannst nur kein Fleisch mehr tragen, oder? Ja, genau. Ich muss nur schnell Fleisch ablegen. Aber das macht mir nichts. Ist egal. Es geht ums Prinzip. Du tötest aus Prinzip? Nein, ich will ihn auch essen. Ich habe ja Prinzipien. Doch, essen werde ich ihn. Das kannst du aber, da kannst du mal einen drauf lassen. So, warte mal. Hier. Kann ich noch was aufhängen? Ja, jetzt kann ich. Wo ist mein Elch? Oh, Spikes, wo ist mein Elch? Wo ist er denn? Ah, da hinten. Wo ist mein Elch? Wo ist mein Elch? Ah, geil. Jetzt gibt es Elch, Elch und weg. Oh nein, warte. Eins esse ich. Wie roh? Nein, ich habe ja noch Möwenfleisch gebraten in der Tasche. Ja, geil. Ich habe den Elch. Oh, das sieht aber auch übel aus. Und wie viel Fleisch man übrig lässt. Finde ich aber auch nicht gut. Ja, das fand ich auch nicht so gut. Die also Falle wenn ist wir schon aktiv, also Vorsicht. Wenn wir schon Elche um die nach Valhalla führen, Spikes, fände ich es halt gut, wenn wir sie auch vollständig verwerten könnten. Ja. Ey, wir haben so viel zu essen, ich muss mal die scheiß Beine und Arme abnehmen und häng da lieber geiles Elchfleisch drauf, oder? Du kannst dir Beine und Arme abnehmen? Wahnsinn. Ja.
bin multifunktional. So, warte mal, ich überlege tatsächlich, ob wir noch einen Trockenständer bauen. Wollen wir noch einen? Ja, ich meine, wir könnten. Nicht? Ich habe noch Fleisch und du hast auch noch Fisch, oder? Ja, ich habe noch zwei Fischis. Siehst du? Fischi! Ich muss nur gucken, ob wir einen gescheiten Platz finden. Ich würde ja gerne, ne? Aber hier lässt mich das Spiel nicht. Warte mal, was war das hier gerade? Irgendwo hat es mir doch hier gerade angezeigt, ich darf hier bauen. Ey, liebes Spiel, wo darf ich den Trockenständer hinsetzen? Liebes Spiel, komm schon, sei doch nicht so gemein. Oh, wer baut denn da so blöde Sessel aus Knochen? Nee, die sind geil. Waren die eigentlich teuer? Sie haben halt viele Knochen gekostet, aber wir haben ja hier einen ständigen Nachschub. Okay. Von Spendern. Freiwilligen Organspendern. Ja. Sehr gut. Ja, geil. Raw Arm und Raw Bein habe ich noch. Und ich habe noch Rottenarm. Nein, den will ich da nicht aufhängen. Kann man die nicht auch irgendwie loswerden? Doch bestimmt, ne? So, warte mal. Ja, ja. Aber weißt du, wie man die wegschmeißt? Nö. Aber ich, warte mal, guck mal her. Wo ist denn die Falle? Da hinten. Hier baue ich noch eine. Guck mal. Wie hast denn du den jetzt geworfen? Du musst einfach nur einen Rechtsklick machen und dann kannst du auch Beine werfen zum Beispiel. Geiler Sound. Ach ja. Oh, wird dieser eklige Sound nachts lauter? Ich weiß es nicht. Ich schieb hier voll die Paranoia dadurch. Unmöglich. Ich habe auf dich leider einen Arm werfen müssen, das war so witzig. Solange kein Auge auf mich wirft. Ach, wer weiß. Mal gucken, was die Kannibalen noch so hergeben. Liebe Hilde, ich will es ja nicht sagen, aber wir sind schon wieder bei 32 Minuten, gell? Nee. Doch. Wahnsinn. Wollen wir mal einen Folgenwechsel machen und wir drücken uns in der nächsten Folge hier noch ein bisschen im Schnee rum. So machen wir das und du passt auf, ich habe die zweite Falle jetzt aktiv gemacht, ach, ne? Also, ich mir das ja auch so super merken kann. Wird gefährlich für dich. Ja, es wird ja spannend. Insbesondere für mich. Ja, dann würde ich sagen, wir wechseln die Folge und dann bauen wir mal die Palisade fertig, oder? Oh ja. Das machen wir. Dann bedanken wir uns natürlich bei euch fürs Zuschauen. Genießt die Zeit. Wir gucken mal, was die Hilde treibt. Die hängt wieder Fische auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis gleich. Ciao.